So, dann würde ich sagen, beginnen wir mit unserem Gespräch. Das Thema ist friedvolle Elternschaft, was junge Menschen, Mütter und Väter wirklich brauchen. Und ich würde vorschlagen, wir vertiefen deinen Vortrag von gerade eben. Und mich interessiert zuallererst, Daniele, wie hast du den Vortrag erlebt? Ist das neue Information für dich, wie Krieg und Frieden mit uns persönlich zu tun hat? Also ich fand es sehr interessant. Ich fand den Vortrag sehr interessant. Und es ist ja klar, dass Franz anders an das Thema herangeht, als jetzt ich als Historiker. Das ist natürlich ein anderer Ansatz. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass jetzt im Jahr 2021 wir alle voneinander lernen. Ja, und so habe ich das empfunden. Sehr stark ist mir geblieben dieser Satz, dass du gesagt hast, wir müssen jetzt diesen radikalen Weg nach innen gehen, weil ich glaube, an dieser Weggabelung sind wir jetzt alle. Ja, was sollen wir mehr nach außen gehen? Sollen wir mehr nach innen gehen? Und vermutlich werden wir beides tun. Aber ich glaube, den Weg nach innen zu gehen, ist jetzt sicher in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig. Ich habe manchmal das Gefühl, fühlt sich so an wie ein Mosaik, das ja aus kleinen Steinen besteht. Und dann ist diese Kittmasse ist weg. Alle Steine sind runtergerasselt und jetzt liegen die Steine da am Boden. Das ist für mich so ein bisschen eine Situation, in der wir drinstecken. Und jetzt müssen wir die Steine wieder neu bauen. Wir müssen das neu zusammensetzen. Und das können wir nur, wenn wir innerlich zentriert sind. Sonst werfen wir die Steine den anderen an und sagen, nicht so setzen, sondern es ist eigentlich sehr viel wache Gestaltungskraft gefordert. Also ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ich würde gerne den Aspekt der Traumatisierung nochmal vertiefen. Du hast es in deinem Vortrag angerissen. Beschreib doch mal die Auswirkungen von früher Traumatisierung oder was passiert eigentlich in der ersten Zeit im Mutterbauch? Was wir von der pränatalen Psychologie und Psychotherapie erfahren haben, ist, dass das Baby ein vollbewusstes menschliches Wesen ist, von allem Anfang an. Und letztlich ist es natürlich ein sehr spiritueller Ansatz. Es geht von der Seele aus und die Seele kommt aus dem Jenseits rüber. Wir glauben an die Reinkarnation und dass wir uns die Eltern wieder so ausgewählt haben, dass wir mit diesen Eltern spezifisch eine neue Lernerfahrung machen wollen. Und die pränatale Psychologie glaubt, dass das Baby ein höheres Bewusstsein hat als wir. Und unsere Lebensaufgabe ist, zu diesem höheren Bewusstsein gegen den Tod wieder langsam zurückzukommen. Und wenn man von diesem Konzept her ausgeht, und das ist auch unsere Erfahrung, wenn wir mit Babys, ich arbeite sehr viel mit Babys, das ist unglaublich, was die Babys verstehen und die Eltern, hey, das hört ihr ja zu. Und die sind unglaublich aufmerksam, wenn sie endlich gehört werden. Man kann mit diesen Babys natürlich sprechen, nicht erst, wenn sie ein Gehör haben, im dritten, vierten Monat, sondern man kann übertrieben die ganze Schwangerschaft mit einem Baby immer Kontakt aufnehmen. Und man kann auch, sind sehr sensible Eltern, die spüren, da ist eine Seele in der Nähe, die möchte jetzt kommen. Es gibt auch Väter, die das spüren. Und man kann mit dieser Seele bereits schon Kontakt aufnehmen, bevor der entsprechende Mensch gezeugt ist. Aber bestimmt jede Seele im Bauch der Mama ist ein vollumfänglich bewusstes menschliches Wesen und wir können mit ihnen Kontakt aufnehmen. Und jetzt zu deiner Frage zum Trauma zurück. Meine Erfahrung ist, dass wenn wir selber schwanger werden, wenn der Papa weiß, jetzt kommt ein Kind, wenn die Mama gespürt hat, ich bin schwanger, dann weckt das unglaublich viele Gefühle aus dem eigenen Leben. So wie eine Beziehung ununterbrochen ganz viele alte Gefühle weckt, weckt das ein Baby auch. Und Eltern neigen dazu, dann in heftigste Gefühle auszubrechen und eventuell einen Tobsuchtsanfall zu haben oder in eine Depression zu fallen oder in einen Panikanfall.
Und das ist für ein Baby eine Katastrophe, weil das 1:1 alles mitbekommt. Und wenn dann die Eltern, wenn sie das wissen und mit dem Baby Kontakt aufnehmen können und der Papa zum Beispiel zum Baby spricht und sagt, hör, war sowas von wütend auf deine Mama, ich hätte die am liebsten verlassen oder was immer ich für Impulse hatte, sie zu schlagen, und dass er sich sagt oder dass er dem Baby erklärt, hör, deine Mama ist völlig in Ordnung, ich bin an meine Grenze gekommen, ich bin unendlich verletzt. Und was wir dann feststellen können, wenn ein Papa so oder eine Mama so mit dem Baby Kontakt aufnehmen kann, dass das Baby völlig in die Ruhe zurückkommt und sich weiterentwickeln kann. Das sind die schwierigen Verletzungen am Lebensanfang. Und die sind viel schwieriger als die Verletzungen, die dann nach der Geburt erfolgen. Weil das Baby diesen heftigen Gefühlen so hilflos ausgeliefert ist. Und eben wichtig, voll bewusstseinsfähig von allem Anfang an. In der Traumaforschung wird viel über das reifende Nervensystem gesprochen und dass Gefühle gerade am Anfang des Lebens so unendlich groß sind, weil das Nervensystem noch unreif ist und gar nicht so viel halten kann. Die Eltern sind unendlich wichtig als Regulationspartner für das werdende Leben. Und ich wüsste gerne noch etwas mehr über diese Tiefe der Gefühle. Also du hast es in deinem Vortrag schon angerissen, die Todesangst und die Wut. Kannst du darüber noch was sagen? Es sind alle Gefühle eigentlich wichtig. Aber die Wut ist immer Ausdruck, dass das Baby ursprünglich verletzt worden ist in seinen Grenzen. Und ich habe gezeigt, wie wir in unserer Gesellschaft, in einer psychotischen Gesellschaft leben, aber alle normal sind. Wir funktionieren bestens. Das ist alles abgespeichert im Körper drin, im Unbewussten. Und je nachdem kommt das dann im Laufe des Lebens langsam hoch. Und diese Gefühle sind unendlich heftig und wir neigen dazu, vor diesen Gefühlen Angst zu haben. Also Wut ist eins, Ausdruck der Verletzung. Die Trauer ist eins, ein anderes, wenn die Mama in eine Depression gefallen ist und nicht richtig da war. Die Babys, das haben wir auch erfahren, sind unendlich besorgt um Papa und Mama, um beide. Und möchten eigentlich schon im Bauch drin dem Papa helfen, der Mama helfen. Und vor allem möchten sie den beiden helfen, dass sie eine gute Beziehung haben. Und das gibt ein unendliches Gefühl von Schuldgefühlen, weil das Baby dann immer Angst hat, ich bin schuld, dass die Mama jetzt so wütend, dass der Papa so wütend wurde. Und das ist sogar richtig, nur sie sind nicht schuld, sondern sie sind nur der Auslöser, dass die Mama so in eine alte Verletzung reingekommen ist, der Papa in seine alte Verletzung reingekommen ist. Und das heftigste Gefühl sind dann, wenn das Baby den Eltern helfen möchte, ein Gefühl von Ohnmacht. Und viele Gefühle sind gut aushaltbar bis zur Depression und Trauer und Wut. Aber die Ohnmacht ist das schwierigste Gefühl. Das halten wir eigentlich fast alle nicht aus. Und deswegen dann später die Flucht in die Ohnmacht, bis zur Atombombe und die Welt total beherrschen wollen. Das ist alles Trauma. Die Flucht in die Kontrolle. Die Flucht in die Kontrolle als ein etwas normalerer Abwehrmechanismus. Und noch mal tiefer ist die Scham. Ich sollte eigentlich gar nicht da sein. Und das spürt das Baby natürlich, wenn die Mama in so heftige, wenn der Papa in so heftige Gefühlsbewegungen kommt, dass das Baby sagt, ich hätte nicht drüber kommen dürfen. Das sind Schamgefühle. Ich sollte nicht da sein. Als automatische Folge dieser unglaublich großen Gefühle, die das Kind noch nicht halten kann. Genau. Und dann folgt eben traumatische Spaltung. Da wird ein Anteil abgespalten, um überhaupt überleben zu können. Und da hat Franz Ruppert ein sehr schönes Modell entwickelt, nämlich
vom Familienstellen her und der ja jetzt auch in die pränatale Psychologie und Psychotherapie eingebrochen ist. Franz Ruppert sagt, wir sind so heftigst verletzt worden, dass wir alle einen toten Teil in uns haben. Das war so schrecklich, was wir am Lebensanfang erlebt haben. Das darf nie mehr wieder auftauchen. Und weil dann aber etwas verloren geht, haben wir eine Überkompensation, dass wir andere Strukturen stärker ausgebildet haben. Und daneben sind alle Menschen auch normal. Ihre Gefühle sind gut ausgebildet, ihr Verhalten ist okay. Man spürt ihnen nichts mehr an. Und diesen toten Teil, das ist so schwierig, diesen toten Teil langsam wieder zu beleben und versuchen, da reinzukommen, ohne die Grenzen zu sprengen. Ja, nie etwas aufbrechen. Das ist viel zu gefährlich. Was ich sehr interessant finde, ist der Bogen von diesen inneren Verletzungen hin zum Ausagieren, also zu den Ventilen. Und du hast in einem früheren Vortrag oder in einem Interview beschrieben, dass Krieg führen eine Form ist, mit diesem inneren Schmerz, mit diesen Todesängsten umzugehen, die auszuagieren. Es gibt das Ventil nach innen, den Selbstmord und die Erkrankung, oder das Ventil nach außen. Und da würde mich, da ist nämlich die Brücke zu dir und deiner Arbeit so sichtbar. Ne? Das ist die hauptsächliche Art, wie ausagiert wurde. Also zum Beispiel das Römische Reich, dort gab es niemanden, der den römischen Imperator beseitigt hat wie den Hitler, sondern die konnten 300-400 Jahre einfach wüten über Italien und die ganze Welt. Aber das ist alles Psychose, was die Italiener, die Römer gemacht haben. Das ist ein Irrsinn. Alles ausagiert im Krieg. Vor einigen Jahren war ich in den USA und war erstaunt darüber, wie wenig die Menschen miteinander im Körperkontakt waren. Und die Idee, die Assoziation kam mir, dein Vortrag nachher oder dein Buch trägt den Titel Weltmacht USA, und da untersuchst du, wie die USA aktiv Krieg führt und über Kontrolle eben die Welt unterjocht im Grunde. Und diese Verbindung würde mich sehr interessieren, ob das schon mal untersucht wurde. Wann fing das an in den USA, diese Entfremdung zwischen Mutter und Kind oder Körperkontakt überhaupt? Hast du dich damit mal beschäftigt? Also, ich habe es natürlich für Europa festgehalten, dass sobald wir angefangen haben, Städte zu bauen, im 11. Jahrhundert hat dieser Irrsinn angefangen, aber nur schrittweise und langsam. Und es brauchte 300-400 Jahre, bis die Pest ausgebrochen ist. Und dann wurde der im Industriekapitalismus nochmal unendlich verschärft. Und in Amerika, seit die amerikanische Nation anfängt, langsam groß zu werden und Städte zu bauen und die ganze industrielle Entwicklung kommt, ist natürlich diese ganze psychotische Spaltung in Amerika genauso wie in Europa. Kein Unterschied. Im Gegenteil, durch diese Kriegssituation, dass Europa oder USA in den Ersten Weltkrieg geschlittert ist und dann nochmal in den Zweiten, respektive das gesucht hat, sind sie praktisch zum Weltpolizisten geworden, und dort sind die psychotischen Spaltungen am absolut schärfsten auf der ganzen Welt, würde ich meinen. Aber das sage ich auch natürlich, weil ich deine Bücher kenne. Ja, also ich frage mich, der Historiker geht ja nicht wie der Psychologe zurück zu den Kindern. Also es wird ganz selten eigentlich in der historischen Forschung gefragt, hat die Mutter das Kind nahe bei sich getragen? Das ist wie etwas, ich muss ganz ehrlich sagen, eine Frage, eigentlich eine wichtige Frage, aber die so, haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Wir waren im Vietnamkrieg. Weißt du, so von der Analyse. Und dann haben wir Koreakrieg gemacht und dann haben wir noch Hiroshima und Nagasaki angeschaut, dann haben wir Afghanistan-Krieg angeschaut und dazwischen irgendwie, wie Edward Snowden den Überwachungsstaat aufgedeckt hat, dass Julian Assange eingesperrt ist, dass Bush frei ist. Also ich merke schon, als Historiker schauen wir eigentlich, es ist so wie ein Arzt, der in einer Ambulanz sitzt
und der fährt immer von schwerem Unfall zum nächsten. Weißt du, wie ich meine? Und dann denken wir, was ist denn hier wieder passiert? Ah, hier wurden 5 Leute erschossen und dann beschreibt man das. Wir machen ja gar nichts. Also wir helfen dann den Leuten nicht und schauen, dass sie wieder gesund sind, sondern die Historiker gehen eigentlich an den Ort des Geschehens und sehen, aha, es ist Mord, es ist Vergewaltigung, es ist Enthauptung, okay, notiert. Und dann kommt der nächste Anruf, fahren Sie bitte dorthin. Und dann kommen wir hierhin, ah, ein ganzes Haus in die Luft gesprengt und dann noch weiter. Und das mache ich eigentlich global, aber nur im Kopf. Also ich reise ja nicht nach Afghanistan, ich war nie dort. Aber ich untersuche halt, wie kam es denn, dass die Bundeswehr dorthin gefahren ist, dass die 20 Jahre Krieg geführt hat und dass es in Deutschland eigentlich kein Thema war. Das ist einfach etwas, was mir auffällt. Oder dann schaue ich, wie reagieren die amerikanischen Soldaten, die dann zurückkommen aus Afghanistan, und dann sehe ich, es sterben mehr in den USA durch Selbstmord, als in Afghanistan im Krieg gestorben sind. Und ich sehe eigentlich nur die Rohdaten. Ich habe diese Leichenberge, die ich dann zähle, im Vietnamkrieg 3 Millionen Vietnamesen und 58.000 Amerikaner. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass wir das mit der Kindheit verbinden. Da muss ich einfach sagen, wir machen das nicht. Also ich mache das nicht. Ja. Ich sage nicht, dass es nicht wichtig wäre. Aber das ist eben so, dass jeder so in seiner Disziplin ist und innerhalb seiner Disziplin sich bewegt. Und was ich ganz sicher sagen kann, ist, dass die Menschen sich gegenseitig töten. Das beobachte ich ja. Aber dass das eigentlich eine Ausnahme ist. Also die meisten bringen sich nicht um. Ja? Auch hier im Raum ist jetzt nicht ein großes Bedürfnis, heute noch jemanden zu töten oder schauen, ob es morgen reicht, sondern die meisten wollen ja gar niemanden töten. Aber dann in spezifischen Konstellationen gehen dann Soldaten nach Vietnam. Und da sehe ich dann wieder diese Verbindung vielleicht zu einem Vater oder zu einer Mutter, dass sie sagen, ja, ich war 20 Jahre alt, also da habe ich die Originalquellen, ich war 20 Jahre alt und ich hatte keinen Grund, dem Präsidenten zu misstrauen, so wie der Präsident ist mein Vater und er ist weise und gütig, oder Angela Merkel, die Mutti, oder? Das ist einfach, dass man die Regierung vielleicht wie als Eltern sieht und dann Dinge tut, auf die man überhaupt, das hätte, auf die Idee wäre man gar nicht gekommen. Nach Vietnam gehen und dort Kinder erschießen. Aber der Präsident hat es gesagt, dann ist man dort. Und das Zweite, was ich sehe, wenn es noch in der New York Times steht, also es wird vom amerikanischen Präsident gesagt und es steht noch in der New York Times, dann können ganz schwere Verbrechen passieren, die die Leute nicht aus eigenem Antrieb gemacht haben, hätten. Ja. Und da sind ganz klar Verbindungen zur Arbeit, die du, Franz, machst. Also wie kann man nur, ich frage mich dann immer, wie kann man nur einfach der New York Times und dem Präsidenten glauben? Für mich, ich habe das noch nie untersucht mit Amerika. Die Frage ist jetzt für mich auch neu. Was ich einfach feststelle, ist auf Europa bezogen, dass Europa kollektiv immer mehr in eine psychotische Struktur reingekommen ist. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts oder noch später. Die Hippie haben das eigentlich zum Kippen gebracht, indem sie das Baby wieder auf den Körper genommen haben mit dem Slogan «Make love, not war». Dort ist diese Massenbewegung entstanden, die aber aus den Hippies dann wirklich zu einer Massenbewegung in ganz Europa wurde. Und ich glaube einfach, dass die Amerikaner natürlich genau die gleichen psychotischen Strukturen haben, wie wir hier in Europa. Nur indem sie in der Weltmacht an erster Stelle stehen und diese unglaublichen Waffensysteme entwickelt haben, die Massenvernichtung und die Welt in Schutt und Asche legen könnten, sind sie eigentlich noch viel mehr gefährdeter, in diese psychotischen Spaltungen reinzukommen. Also ich denke, der Wahnsinn in Amerika ist an der Tagesordnung. Der ist ein bisschen gemilderter hier in Europa. Mhm. In Amerika ist es ein absoluter Irrsinn. Aber das hängt mit dieser weltpolitischen Situation zusammen. Was ich sehr interessant finde,
noch Bezug nehmend auf eben gerade, ist, dass dieses Kontinuum von der Zeugung bis hin zum erwachsenen Menschen fehlt. Es ist wie fragmentiert. Die Kindheit ist abgetrennt vom erwachsenen Menschen. Also als wäre das nicht bedeutungsvoll, wie wir groß werden. Ne? Dann plötzlich sind wir erwachsen und sind halt Soldaten und schießen. Ja, oder weißt du, Joschka Fischer, der hat ja als grüner Politiker Deutschland wieder in den Krieg geführt. Und ich kann nur sagen, die meisten Historiker schauen, wann wurde er Außenminister. Mhm. Und ab dann ist er eine historische Figur. Habe ich keine Ahnung, was der für eine Kindheit hatte. Ich habe einfach überhaupt keine Ahnung. Aber irgendetwas ist da passiert. Was genau, weiß ich auch nicht. Es gibt natürlich dann solche, die gehen biografisch ran und sagen, okay, ich nehme jetzt den Schröder, ich nehme die Angela Merkel oder ich nehme den Joschka Fischer und schau mal die Biografie an oder den Lauterbach. Und wenn man dann die Biografie anschaut, versteht man vielleicht mehr. Das ist schon so. Aber ich kann nur für mich sprechen, ich schaue eigentlich immer nur den Akteur dann an, wenn die Kriege ausbrechen. Weil ich frage mich halt immer, warum bringen wir uns um? Das interessiert mich einfach. Ich merke auch, das zieht mich immer wieder dorthin, dass ich mich sage, also zum Beispiel eine Geschichte, die ich untersucht habe, war, als die Franzosen das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior in die Luft gesprengt haben. Also ich schaue nicht nur, wenn die Amerikaner irgendwelche Leute umbringen, sondern ich schaue wirklich, mich interessiert das alles. Und dann war das so, vielleicht, dass die Leute das in Erinnerung haben, Frankreich hat Atombomben, China und USA und Russland und Pakistan und Nordkorea und Israel und Indien haben auch Atombomben, es gibt 9 Atombombenmächte. Und wenn man eine Atombombennation ist, dann möchte man auch immer wieder die Atombombe testen. Das ist natürlich schwierig, die kann man nicht in Frankreich testen. Sondern dann hat man die eigentlich zum Beispiel in Algerien getestet. Das war eine französische Kolonie. Da hat man die Kolonien aber verloren. Dann hatte man nicht mehr so viel Testgelände. Und dann haben sie gesagt, wir testen das auf Inseln im Pazifik. Und dann ist Greenpeace mit einem Schiff, das hieß Rainbow Warrior, dorthin gefahren, wo die Franzosen diese Atombombe getestet haben. Auf dem Bikini-Atoll. Und das ist also in der Nähe von Neuseeland, ja. Ein bisschen raus noch in den Pazifik. Und dann hat der französische Präsident Mitterrand gesagt, das geht ja gar nicht. Jetzt fahren die Greenpeace-Aktivisten da immer mit ihrem Boot rein und das wollen wir nicht. Und dann hätte der französische Staat natürlich die Möglichkeit gehabt, mit einem U-Boot zu diesem Greenpeace-Schiff zu fahren und das Schiff mit einem Torpedo zu versenken. Das wäre die klassische Technik im Krieg. Aber die Greenpeace-Leute waren ja unbewaffnet. Und das wäre dann schon sehr aufgefallen. Und dann hat man gesagt, ja, das machen wir nicht so, weil dann wären alle gestorben. Und dann hat man gesagt, gut, wir sprengen das Schiff in die Luft, aber wir machen 2 Sprengladungen und die erste Sprengladung soll die Leute aufschrecken und dann sollen die aus dem Schiff rausrennen und dann stirbt keiner. Das war die Idee. Und dann war das Schiff in Neuseeland, in Auckland, im Hafen, das Greenpeace-Schiff. Und am nächsten Tag wollten die wieder protestieren. Und dann kam der französische Geheimdienst, und da habe ich halt alle Quellen studiert. Das ist der DGSC, Direction Générale Sécurité Extérieure. Das ist einfach die CIA der Franzosen. Und die sind dann dorthin und sind dann in ihren Froschmänneranzügen ins Wasser geglitten und sind dann unter Wasser zu diesem Schiff, so wie man es aus dem Agentenfilm kennt, und haben eine Haftmine angebracht und noch eine zweite. Das ist technisch nicht schwierig, ja, weil das war ein unbewaffnetes Schiff, liegt im Hafen. Und dann ist die erste Bombe losgegangen, und das war auch nachts, das war so wie ein Wecker, ein natürlich aggressiver Wecker, aber dann sind die meisten Greenpeace-Aktivisten vom Schiff, aber dann der französische Fotograf Pereira, der hatte noch seine Fotoausrüstung auf dem Schiff. Und der ging entweder zurück oder ist ganz lange nicht raus, weil der Fotograf halt eine sehr starke Verbindung zu seinen Bildern. Ja. Der denkt nicht an sein Leben, der denkt, ich glaube, an seine Bilder noch mehr als an sein Leben. Und dann, als die nächste Bombe losging und das Greenpeace-Schiff sank, starb er. Okay, dann gab es also einen Toten.
Und dann wurde das aufgedeckt in Frankreich und dann musste der Verteidigungsminister zurücktreten und der Chef vom Geheimdienst musste auch zurücktreten. Okay, und dann gehe ich an diese Daten ran und dann frage ich mich, warum eigentlich? Also warum eigentlich tun wir diese Dinge? Und dann gibt es auch Interviews mit den Agenten und die sprechen dann darüber. Das geht immer so 20, 30 Jahre, weil das noch Verschwiegenheitsklausel, Staatssicherheit etc. Und dann sprechen die Agenten, das fände ich vielleicht auch interessant, Franz, was du darüber denkst, die sagen dann immer, unsere Beziehungen gingen in die Brüche. Also die Frauen haben sich dann oft von den Männern getrennt oder die Männer von den Frauen. Das heißt, es ist sehr schwierig, in Gewalt verwickelt zu sein und dann später sozusagen weiterzuleben. Also man kommt dann, entweder macht man Traumaarbeit oder Psychoanalyse oder was man auch immer machen kann, oder man macht nichts, und wenn man nichts macht, kann ich einfach beobachten an diesen Biografien, auch bei den amerikanischen Soldaten, die zurückkommen aus den Einsatzgebieten, es ist sehr schwierig für diese Menschen, wieder in der Gesellschaft zu funktionieren. Übrigens auch Bundeswehrsoldaten, die zurückkommen jetzt aus Afghanistan, das wird ja oft einfach vergessen, zum Sinn, wo uns ja egal, ihr seid da freiwillig hingegangen. Nein, die sind nicht freiwillig hingegangen. Das war die eigene Regierung, es war zuerst Schröder und dann war es Merkel. Die haben die Bundeswehrsoldaten dorthin geschickt und ich habe mit verschiedenen Soldaten gesprochen. Und das Schlimme bei den Soldaten ist eben das, dass sie überlebt haben, aber gesehen haben, wie zum Beispiel Freunde, die vor ihnen gingen, ein Bein weggerissen wurde durch eine Bombe oder ein Arm. Und wenn die jetzt hier in Hannover einkaufen gehen und jemand knallt nur die Autotür zu, zack, haben sie das posttraumatische Stresssymptom. Das heißt, ich gehe nicht so tief, ja, die Psychoanalyse rein, ich kenne mich da nicht aus, aber ich beobachte einfach immer wieder, dass wir uns töten und dass dann am Schluss alle, auch diejenigen, die nicht getötet wurden, unter großen seelischen Schmerzen leiden. Und da beschreibst du sehr eindrücklich, wie Traumatisierung funktioniert. Das ist dann dieser Auslöser. Es braucht nur einen ganz kleinen Auslöser und du bist wieder dort. Und das geschieht eben auch in der frühen Zeit, dass wir in der frühen Zeit im Bauch schon traumatisiert werden können und durch die Geburt auch, insbesondere durch die Trennung von der Mutter. Und dann braucht es nur kleine Auslöser und wir sind wieder in diesem Schmerz. Ich möchte noch mal zurückkommen auf das, was du und dann auf dich oder dir antworten. Natürlich kann man die Biografien anschauen, zum Beispiel von einem Hitler oder von einem Stalin. Und man weiß von beiden, dass sie Krüppel von Vätern hatten und mehrere Kinder vor ihnen gestorben sind. Schon im Mutterbauch drin und die Väter haben beide Kinder windelweich geschlagen. Man kann das so anschauen, aber ich finde das persönlich nicht das eigentlich Spannende, sondern für mich viel wichtiger ist das Psychohistorische, nämlich wie entsteht das geschichtlich, und da komme ich dann natürlich wieder in dein Feld rein. Aber erstmal die Frage, warum töten Menschen andere Menschen? Darauf glaube ich, eine Antwort zu haben. Je mehr ein Mord im Vordergrund steht, desto heftiger war die ursprüngliche Traumatisierung. Es gibt, da bin ich völlig überzeugt, nachdem ich seit über 50 Jahren mit Menschen arbeite, es gibt das Böse nicht im Menschen. Der Mensch ist des Menschen Wolf und möchte ihn vernichten, sondern umgekehrt, der Mensch kommt als göttliches Wesen auf die Welt und er möchte eigentlich wieder in diese Welt zurückgehen. Und dort, wo wir töten wollen, ist das Ausdruck von, wie heftig wir verletzt worden sind. Das gilt für den einzelnen Mörder, der im Gefängnis sitzt, weil er eine unendliche Verletzung erlebt hat. Aber viel gefährlicher ist, wenn man das historisch, psychohistorisch anschaut, dass diese Nationen dann tatsächlich die Massenvernichtungswaffen haben und die Möglichkeit haben, ihren Größenwahn mit solchen Atombomben die Menschheit zu zerstören.
die Kriege als solches ist immer eine ursprüngliche kollektive Verletzung. Und zu dieser kollektiven Verletzung möchte ich gerne etwas sagen, was du jetzt angesprochen hast. Meine Erfahrung war, das habe ich so bei meinen Lehrern gelernt, dass die Geburt das entscheidende Schlüsselelement ist und die höchste Angstauslösung, und das wiederholt sich das ein Leben lang. Und meine Erfahrung ist, viel entscheidender ist die ganze Schwangerschaft und zu was ich jetzt gekommen bin, etwa in den letzten 5 Jahren, dass die Zeugung das absolut entscheidende Schlüsselelement ist. Und zwar dann, wenn die ganze Energie vom Papa und die ganze Energie von der Mama zusammenkommen und was die alles an psychotischen Strukturen aus der Familie der Mama, aus der Familie des Papas in sich tragen. Und das heißt, die Psychose fängt an in der Zeugung und was ein Baby dort erlebt, wenn diese unendlichen Blöcke zusammenkommen, und die können sich natürlich auch sehr lieben, aber je nachdem, wie viel Zerstörung der Papa in sich trägt an psychotischen, wie viel die Mama in sich trägt an diesen psychotischen Strukturen, unglücklicherweise spürt das Baby alles. Und wenn du jetzt eine Nation hast, die nicht nur diese Verletzungen kennen aus der allerersten Lebenszeit, sondern die Möglichkeit haben, die massenweise anzuwenden, dann ist ein amerikanischer Präsident wirklich gefährdet, seinen Irrsinn, wie Hitler gefährdet gewesen wäre, wenn er die Atombombe gehabt hätte. Die Amerikaner haben sie. Die können ihren Irrsinn tatsächlich in die Tat umsetzen. Deswegen sind diese Atommächte, aber vor allem die Amerikaner, so gefährlich heute. Das ist die absolut gefährlichste Nation der ganzen Welt. Also ich finde das sehr interessant, wie sich das so entwickelt, weil wenn du das erzählst, dass eigentlich diese Opfer-Täter-Verbindung immer da ist. Ja? Du sagst eigentlich, niemand wird, wenn ich dich richtig verstehe, niemand wird Täter, ohne Opfer gewesen zu sein. Das hängt im, oder habe ich das richtig verstanden? Absolut richtig. Okay. Absolut richtig. Dann sehe ich eigentlich dann dieses Phänomen, das ich auch einmal beobachtet habe. Im März 1999 wurde ja Serbien bombardiert. Und Serbien ist ein souveränes Land. Und es ist nicht erlaubt, ein souveränes Land zu bombardieren. Das ist, sagt die UNO-Charta. Die UNO-Charta sagt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Zitat Ende. Also es wäre nicht erlaubt gewesen, dass Deutschland Serbien bombardiert oder dass die USA Serbien bombardieren, oder umgekehrt wäre es auch nicht erlaubt gewesen, dass Serbien die USA bombardiert oder Deutschland bombardiert. So, das ist die Sachlage. Jetzt habe ich dann untersucht, wie hat man denn die deutsche Bevölkerung in diesen Krieg hineinbekommen? Weil es gibt eine sehr starke Friedensbewegung in Deutschland unter dem Leitspruch Nie wieder Krieg. Und ich habe das Gefühl, gerade wenn ich euch zuhöre, die ja beide eigentlich immer wieder über Trauma nachdenkt, dass mache ich gar nicht die ganze Zeit, aber ich finde, da hat man ein Trauma benutzt. Man hat nämlich, das weiß ich aus den Quellen, gesagt, in Serbien gibt es KZ, okay, Konzentrationslager. Und das hat dann Fischer, Joschka Fischer, eben auch gesagt, er hat gesagt, ich habe gelernt, nie wieder Krieg, aber ich habe auch gelernt, nie wieder Auschwitz. Und was er damit meinte ist, man muss jetzt Serbien bombardieren, weil dort gibt es so etwas wie Auschwitz, dort gibt es so etwas wie ein KZ. Das war aber überhaupt nicht wahr. Es gab keine KZs in Serbien. Das wurde dann später aufgedeckt von einer sehr guten ARD-Reportage, gibt das auch im Öffentlich-Rechtlichen hin und wieder eine gute Reportage. Es begann mit einer Lüge. Aber wenn ich das als Historiker anschaue, dann ist es eben so, wenn jetzt natürlich das Dritte Reich eine dramatische Erfahrung ist und dort das Schlagwort Auschwitz und KZ sozusagen wie der Anker des Traumas ist, dann kann man eine Bevölkerung in dieses das Trauma kann man reaktivieren, indem man sagt, dort gibt es KZs, und dann geht die Bevölkerung in den Krieg, weil sie glaubt, das muss man jetzt verhindern. Und ich kann das einfach in den Quellen belegen, dass man das so gemacht hat. Also man hat das gesagt, nie wieder Auschwitz, oder man hat gesagt, da gibt es KZs. Sie treiben sie in die KZs, stand in den Zeitungen. Und jetzt kommt dann der Historiker, immer so 5 oder 10 Jahre zu spät. Aber ich sehe es wenigstens, das hat man gemacht. Dann denke ich, oh, das ist sehr gemein, weil es gab diese KZs ja gar nicht. Es gab sie einfach gar nicht.
Und dann denke ich einfach, dass eigentlich diejenigen, die Kriegspropaganda machen, ich glaube, die wissen sehr genau, dass man einfach auf ein Trauma drücken muss und dann springen wir. Also den Eindruck habe ich einfach, dass die das völlig begreifen. Das ist auch bekannt, dass das CIA sehr, sehr intensive psychoanalytische und Traumaforschung betreibt. Und das ist ja parallel, da gibt es Parallelen mit der Antragslüge. Ja. Das ist also anscheinend ein wirklich bewusst eingesetztes Mittel, um ganze Völker in die Psychose und ins Ausagieren dieser Traumageschichte zu treiben. Aber das bedeutet ja, wenn wir uns mal eine klare Lageanalyse machen, ist, dass eigentlich die Kriegstreiber schon lange Kriege und Traumas verbinden. Also die verstehen den Prozess. Und wir in der Friedensbewegung, es ist das erste Mal, dass wir überhaupt uns treffen, Franz, dass wir eigentlich noch Mühe haben zu sagen, okay, zwischen dem Vietnamkrieg und der Kindheit gibt es irgendwie einen Zusammenhang. Weißt du, dass die anderen diese Zusammenhänge viel früher schon angesprochen haben, oder wenn du die Antragslüge ansprichst, ich finde das sehr interessant, gerade jetzt, wo wieder die Virusangst da ist, weil 9-11 hat ja nicht nur diese drei Türme, die einstürzen, sondern dann, das war am 11. September, sondern am 5. Oktober gibt es den ersten Anthrax-Toten. Und Anthrax ist ein Bakterium, es ist kein Virus, aber es ist auch so etwas Kleines, sage ich jetzt mal als Laie, ich bin ja kein Arzt, etwas Kleines, das tötet. Und dann hat man versucht, der amerikanische Präsident Bush und auch Cheney und Rumsfeld haben versucht zu sagen, dieses Anthrax kam aus dem Irak. Das hat man sofort versucht zu verbinden. Und hat gesagt, ja, der Saddam Hussein, der hat so diese ABC-Waffen, das ist ja Biowaffen. Und dann haben aber führende Wissenschaftler in den USA gesagt, nein, das ist der sogenannte Ames-Stamm, das ist eine ganz spezifische Form von Anthrax und das hat der Saddam nicht. Das gibt es aber in den USA und zwar sehr viel, in den Laboren in den USA. Die USA haben ja selber sehr viel Kriegsmaterial, viel mehr als der Irak, auch viel mehr als Nordkorea. Und dann wurde eben klar, dass dieser Ames-Stamm vom Anthrax aus den USA stammt. Und das wurde sofort weggedrückt, weil sonst hätte man darüber sprechen müssen, dass es einen Anthrax-Anschlag in den USA gegeben hat, der aus den USA selber kam und den man eigentlich den Muslimen anhängen wollte, was aber nicht funktioniert hat. Und dann wurde die Geschichte sofort weggewischt. Und dann hat das FBI die Untersuchung aufgenommen und am Schluss gesagt, ja, weil es war nicht mehr zu verheimlichen, es kommt aus den USA, das Anthrax kommt aus den USA, aber das kommt von einem verrückten Wissenschaftler, also der verrückte Einzeltäter. Und dann hat dieser Wissenschaftler geklagt vor Gericht wegen Verleumdung und dann mussten sie das fallen lassen, weil der hat sich gewehrt und gesagt, hey, ich war das nicht. Und dann mussten die ein paar Millionen Schadensersatz geben. Und dann haben sie es viel klüger gemacht. Dann haben sie einen anderen Wissenschaftler beschuldigt und der war schon tot. Okay? Und der konnte dann nicht mehr klagen. Beim Tod ist, kann man nicht mehr klagen. Aber ich sage einfach, wenn ich das anschaue, ja, dann haben wir Biowaffenterror innerhalb der USA, der nicht aufgeklärt wird. Und wenn wir jetzt wieder über Viren reden, ja, dann sage ich immer, okay, da gibt es noch zwei, drei Punkte, wo man ein bisschen genauer hinschauen sollte. Also vermutlich sind da einfach Traumatisierte, die immer wieder ihre Kontrollfantasien ausleben und ich muss sagen, die durchkommen damit. Also es wird eben nicht aufgeklärt. Es ist jetzt nicht allgemeines Wissen, wie der Antragsanschlag vom 5. Oktober 2001 durchgeführt wurde. Und dann am 7. Oktober 2001 kommt der Angriff auf Afghanistan. Das heißt, diese ganze Gewaltspirale wird nicht aufgearbeitet. Und ich habe sehr das Gefühl, und vermutlich ist das individuell auch so, dass die Wahrheit auf den Tisch muss. Wenn die nicht auf dem Tisch ist, kommen wir aus der Sache nicht raus. Ich möchte gerne dazu etwas sagen, aber das ist dir bestens bekannt. In jedem Krieg wird angezettelt, in dem faustdicke Lügen im Raum stehen. Ja. Jeder Krieg, gibt keine Ausnahme. Also typisch Hitler, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Aber das ist nur ein Beispiel. Jeder Vietnam, ist alles gelogen, was dort, alles gelogen. Aber was für mich wichtig ist, und jetzt würde ich gerne nochmal auf Corona zurückgehen, es ist ja verrückt, wie die Leute heute reagieren, mit was für irren Ängsten.
Und ich glaube zwar an die Verrücktheit der Politiker und den Menschen an der Macht, aber die könnten niemals so viel Ängste durch ihre Propaganda oder durch ihre Medien in den Menschen erzeugen. Und das ist mein Anliegen zu zeigen mit dieser psychotischen Struktur, dass wir alle randvoll sind mit Ängsten. Randvoll. Die Frage ist, wie wir damit umgehen und wie weit wir das unter Verschluss halten. Und jetzt glaube ich, dass die Leute an der Macht einfach darauf spielen können wie auf einem Klavier. Es ist nur die Frage, wie wir da in diese Angstsysteme reinkommen. Und wenn wir das erstmal ausgelöst haben, können wir das einfach beliebig ausnutzen. Also ich glaube nicht, dass die Leute in der Macht oder in der Finanzwelt diese Ängste gesteuert, ja, dass sie sie erzeugt haben, sondern das ist historisch entstanden durch diese, was ich nenne, die psychotische Struktur. Und sie können das dann ausnutzen, um mit diesen Ängsten zu spielen. Und sie können mit den Menschen machen, was sie wollen. Weil die Menschen so ängstlich sind, was unsere Zukunft betrifft. Und da ist es ungeheuer dramatisch, was jetzt passiert, nämlich dass systematisch wieder eine Spaltung, wieder eine Trennung erzeugt wird. Es ist seit einigen Monaten bekannt, dass in den Kreissälen bei Corona-positiv, PCR-positiv, asymptomatisch getesteten Frauen die Babys in Quarantäne genommen werden, obwohl es nicht einen einzigen Fall gibt von verstorbenen oder sehr krank gewordenen Babys. Weder Mütter noch Babys. Und das ist in meinen Augen eine systematische Spaltung, die da herbeigeführt wird. Und wir können damit systematisch die Leute manipulieren, weil sie so voller Ängste sind. Ganz genau, ganz genau. Und ich möchte noch mal zurückgehen in die USA. Da ist es nämlich sehr interessant, ich bin ja Doula und diese Bewegung kommt aus den USA, aus den 60er, 70er Jahren. Kannst du das kurz erklären, was das ja. ist? Ja, Doula ist ein altes griechisches Wort und bedeutet Dienerin der Frau. Dort gab es in höheren Kreisen für adlige oder gutgestellte Frauen im Rahmen der Schwangerschaft und für die Geburt eine spezielle Dienerin, die ihr zur Seite stand in allen Bereichen. Also es geht vor allem um die psychosoziale Begleitung. Und in meinem Arbeitsfeld ist die Geburtsvorbereitung wichtig, aber eben auch die Begleitung zur Geburt und auch die Aufarbeitung von Geburtstrauma hinterher. Alles klar. So, und der Beruf ist überhaupt erst entstanden, weil in den USA die Hebammen immer weiter verdrängt wurden, weil es sehr, sehr früh in den Spitälern eine arztgeleitete Geburtshilfe gab, eine medizinisch-technisch industrialisierte Geburtshilfe. Und die Frauen irgendwann begriffen haben, wie schädlich das ist. Und dann sich emanzipiert haben und gesagt haben, ich möchte eine Frau mit zur Geburt nehmen, die mich begleitet. Und das war der Beginn dieser Bewegung. Inzwischen gibt es Doulas auch in Holland ziemlich viel, in Österreich ziemlich viel. Hier in Deutschland fängt das an, es sind aber erst wenige hundert. Und wir hatten bisher eigentlich eine recht gute Geburtshilfe, auch hebammengeleitete Geburtshilfe. In Holland gibt es noch sehr viele Hausgeburten. Hier ist der Trend rückläufig. Und das ist interessant eben zu beobachten, dass dort, wo die industrialisierte, medikalisierte Geburtsmedizin Einzug erhält, auch die Doula-Bewegung größer wird, weil die Frauen oder die Paare sich eben diese wichtige menschliche Begleitung sichern wollen. Das eben als Schwenk. In den USA ist es eben schon sehr, sehr lange so, dass die Geburt nicht mehr als Lebensereignis stattfindet, sondern als höchst technisierter medizinischer Akt begriffen wird. Und wenn man sich das anguckt
Und dann die Auswirkungen, dass die Menschen, also auch das Stillen ja als obszön betrachten. Stillende Mütter dürfen nicht in der Öffentlichkeit sichtbar sein. Der fehlende Körperkontakt, dass man sich nicht umarmt. Alle sagen zwar Darling und sind unglaublich freundlich, vordergründig, aber es gibt einen riesengroßen Abstand zwischeneinander. Und dann finde ich interessant eben zu schauen, wie aktiv kriegstreibend die USA agiert. Und ich würde gerne jetzt das Gespräch ein bisschen in Richtung, wir haben jetzt ganz viel geschaut, politisch, geopolitisch, diese Dynamiken, auch Traumadynamiken als möglicher Kriegsauslöser, auch die Manipulierbarkeit von traumatisierten Menschen. Das ist wichtig. Und dahin möchte ich gerne jetzt schwenken, dass wir uns anschauen, was persönlich passiert und was auch Auswege sein könnten. Und nochmal Bezug nehmend auf den Titel unserer Veranstaltung Friedvolle Elternschaft. Die Gefahr ist sehr groß, wenn wir traumatisiert sind, dass wir es ausagieren. Und das macht es so gefährlich, wenn wir die Atombomben in den Händen haben. Dann können wir die Welt wirklich einfach komplett beherrschen, weil wir wissen, wir können die Welt in Schutt und Asche legen. Das ist eine unglaubliche Gefährdung. Und es gibt keine Nation, die so traumatisiert ist und gefährdet ist, ihr Trauma auszuagieren wie Amerika heute. Also ich würde vor allem sagen, Amerika ist die Nation, die ihr Trauma am grausamsten ausagiert hat die letzten 80 Jahre, seit dem letzten Weltkrieg. Was für einen Weg gibt es da draus? Ich glaube nicht, dass Amerika eines Tages die Atombombe vernichten wird. Werden sie nie, sondern die laufend, die bauen die Atombomben weiter aus, wie die anderen Atommächte auch. Ich glaube, es gibt wirklich nur die Revolution von unten. Ich habe zum Beispiel, als Corona kam, lange gehofft, wann gehen die Leute endlich auf die Straße und sagen mit uns Schluss, so nicht mehr. Diese Freiheitseinschränkung ist einfach grauenhaft. Und dann habe ich gemerkt, nein, so wird es wahrscheinlich nicht laufen, denn die Leute an der Macht haben viel mehr die Möglichkeit, solche Demonstrationen wieder unter Kontrolle zu halten. Sondern es wird, und deswegen sind für mich die Babys und die Mütter so wichtig, das war eine stille Revolution. Das hat nichts verändert, als die Pippis angefangen haben, ihre Kinder auf dem Körper herumzutragen und das dann auf die Bevölkerung übergeschwappt ist und die Mütter immer mehr das Baby wieder auf den Körper genommen haben, bis dass das Baby im Bett des Vaters und der Mutter schlafen darf. Darüber wird auch nie in der Presse ein Wort gesagt. Das hat man noch nie gehört. Das sind stille Revolutionen. Und meine Hoffnung sind nur solche stillen Revolutionen werden unsere Gesellschaft wirklich verändern. Und das ist das, was ich so versucht habe, diese eigenen schwierigen Gefühle nicht mehr nach außen zu projizieren, was wir alle gefährdet sind, wenn wir in einer Partnerschaft sind und da läuft was verkehrt, ist immer die Frau schuld oder der Mann ist schuld. Und das ist so schwierig von diesem Anklageposition. Das ist so schwierig von dieser Anklageposition wegzukommen und zu sagen, ich war gestern so irrsinnig wütend auf dich, aber du bist nur ein Spiegel gewesen gestern wieder, wie verletzlich ich bin. Und die Verletzlichkeit zu sich zu nehmen. Und das ist ein unendlich mühevoller Weg. Und ich glaube, dass nur dort wirklich eine Lösung kommt und parallel dazu, dass diese Mega-Machtstrukturen und Geldstrukturen langsam zerbrechen werden. Das ist eine große Hoffnung von mir. So wie die Konzerne immer mehr angewachsen sind und am Schluss gehört alles der Nestle oder dem Migros oder was weiß ich, es gibt nur noch einen Konzern in der Schweiz, diese immer mächtigeren Megakonzentrationen oder die Pharmaindustrie, diese Machtstrukturen,
das ist eine stille Hoffnung von mir, werden eines Tages wieder in sich zusammenbrechen und werden zusammenbrechen. Die Anzeichen sind ja deutlich da. Die Anzeichen sind sehr deutlich. Aber der persönliche Weg ist, der, was du gesagt hast, ein Zitat von mir, der radikale Weg nach innen. Mhm. Wirklich die eigenen Verletzungen spüren und nicht mehr in die Anklage gehen. Und da kommt auch die eigene Todesangst zu Vorschein. Du hast eben die kleinen gefährlichen Viren oder Bakterien erwähnt. Das ist ja immer die Todesangst, mit der manipuliert wird. Und wenn wir uns der aber zuwenden, und das macht ja die Traumatherapie, das macht die Prozessarbeit, Gefühls- und Körperarbeit, dass wir dahin gehen, wo unsere größte Angst ist und davor eben nicht mehr weglaufen, sondern uns mit dem, also dem stellen und damit sind. Und das sind unglaublich schmerzhafte Prozesse. Ich beobachte das in der Prozessarbeit. Ich arbeite ja auch mit körpertherapeutischen oder Körperarbeit mit Verfahren. Dass es immer unter Symptomen, unter Krankheitssymptomen oder unter Problemen, die sich im Leben zeigen, immer die Todesangst gibt aus der Zeugung oder aus der Geburt. Ich bin nicht erwünscht. Ich bin verloren. Es ist niemand da, der mit mir in Beziehung geht. Ich werde nicht gesehen. Ich bin gar nicht da und ich sollte auch nicht da sein. Oder es ist verkehrt, dass ich rübergekommen bin. Ich habe Mama und Papa in so eine große Not gestürzt. Das ist mein Fehler. Ich hätte nicht kommen dürfen. Es sind immer diese Todesängste und an den Primaten habe ich gezeigt, dass die wirklich sich mit Fell, mit Händen und Füßen im Fell der Mama festkrallen. Und wenn sie nur eine Hand verlieren, sind die sofort von Todesängsten bedroht, denn sie könnten runterfallen und dann wären sie tot. Die Mütter reagieren darauf entsprechend und die ursprünglichen Völker wissen das. Die ganze ethnologische Literatur, jedes Volk behandelt seine Babys wieder ein bisschen anders, aber universell gleich, sagen diese Ethnologen, Babys weinen nicht, weil die Eltern sofort reagieren. Die wissen, dass Tränen Todesängste sind. Und das hat man bei uns nicht nur vergessen, sondern wirklich sukzessive verdrängt. Also wenn man Locke und Jean-Jacques Rousseau liest, das ist einfach grauenhaft, wie die plädieren, die Kinder schreien zu lassen. Und nur wenn sie wirklich schreien gelassen werden, werden das gute Charakteren später. Und dann kann man mit der Erziehung beginnen, wenn sie endlich auf ihr Schreien verzichtet haben. Das ist einfach unvorstellbar, unsere Grausamkeit. Und das lohnt sich wirklich mal, diese alten Schriften daraufhin anzusehen. Und dieses schreiende Baby in sich zu befreien. Das ist die große Aufgabe. Und dann klage ich nicht mehr an. Und wenn du so willst, ich habe jetzt immer wieder gesagt, Amerika ist die Nation, die am meisten gefährdet ist, diese Welt zu zerstören. Amerika sind unglaubliches Opfer, weil sie so viele Suchtmöglichkeiten zur Verfügung haben, so viele Waffen zur Verfügung haben, dass sie quasi alles einfach nur blind ausagieren. Aber wie man Amerika dazu bringt und die Revolution geht nur still von unten, indem man diesen radikalen Weg nach innen will. Das, was Franz Ruppert beschreibt, was tot ist in mir, dass wir das langsam, 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 langsam zulassen und erforschen und nicht mehr ausagieren. Das ist die große Gefahr bei uns allen. Und das ist ein ganz klares Plädoyer dafür, miteinander sanfter und liebevoller umzugehen. Ich möchte gerne noch einmal auf die Rolle der Mütter fokussieren, weil ja über die Psychoanalyse Sigmund Freud und die Beschäftigung mit der Macht der Mutter ist ja das ganze Thema, die Schuld der Mutter, auch in den Fokus gerückt. Was hast du dazu zu sagen? Sind die Mütter schuld? Nein, natürlich nicht, sonst sie sind Opfer, weil sie in dieses psychotische System rein
geboren werden und dann haben sie damit, sind sie gefährdet, all ihre Ängste auf ihr Baby zu übertragen. Ich würde, oder ich kann es nochmal anders ausdrücken, wenn man so die psychoanalytische Literatur liest, zum Beispiel Alice Miller, Welterfolg. Ich habe Alice Miller immer sehr fasziniert gelesen und war sehr begeistert davon einerseits und andererseits habe ich sofort großes Vorbehalt gehabt, wie sehr die Mütter dort drin angeklagt werden. Es ist einfach nur furchtbar, wie die Mütter unter einem Druck stehen. Und wenn man dann heute ihren Sohn liest, was er über seine Mutter sagt, dann versteht man, warum Alice Miller so hart über die Mütter geurteilt haben. Alice Miller weg. Die ganze psychotherapeutische Literatur ist gefährdet, immer die Mütter anzuklagen. Das ist furchtbar. Die Mütter sind Opfer durch diesen kollektiven Psychotisierungsprozess und sie spüren natürlich bald, wenn sie ein Baby haben, wie viel das in ihnen auslöst. Aber beim Papa auch. Und dann sich damit auseinandersetzen und nicht irgendjemandem die Schuld geben, sondern merken, das ist quasi die Hölle, wenn ich mich diesen Todesängsten ausliefere, wenn ich die zulasse, wenn ich die Gefühle nicht mehr verdränge, wenn ich nicht mehr nach außen jemanden anklage und beschuldige. Und das ist in der Politik, und vor allem wenn man die mächtigste Nation ist, sind wir dazu am meisten gefährdet, das zu machen. Und dann finden wir beliebige Lügen und können irgendwelche Menschen dafür verantwortlich machen, was bei uns nicht in Ordnung ist. Wir müssen anfangen oder wir müssen aufhören, irgendjemanden anzuschuldigen, sondern wirklich spüren, wie gefährlich das ist, sich mit diesen Todesängsten auseinanderzusetzen. Aber, und das ist das, was ich am Schluss von meinem Vortrag auch versucht habe, dort kommen unsere eigentlich großen Stärken zum Vorschein und unsere Menschlichkeit und dann kommt unsere Lebensfreude zum Vorschein, unsere ganze Stärke zum Vorschein, dass wir wieder das Leben genießen können, die Lebensfreuden. Also es lohnt sich, in diese Hölle abzusteigen. Sonst sind wir gefährdet, dass wir quasi dauernd irgendwelche Ersatzsuchtwege wählen oder das große Ausagieren mit Töten von anderen Menschen. Du hast den Begriff Menschheitsfamilie geprägt. Das kommt mir dabei gerade in den Sinn. Das heißt, wenn wir beginnen, nicht mehr auszuagieren und nicht mehr das Grauen nach außen zu projizieren, dann wird es möglich, miteinander wieder in Verbindung zu kommen. Und genau das miteinander auch zu thematisieren, wie verletzt wir sind, ne? Das macht man nicht unter Feinden, das macht man unter Vertrauten, das macht man im besten Fall unter Familienangehörigen. Ja, der Begriff ist nicht eigentlich von mir. Ich habe ihn irgendwann gegriffen, aber er war schon da. Und ich bringe ihn jetzt einfach immer wieder, weil ich merke, er hat etwas Verbindendes. Dass man sagt, jeder und jede, unabhängig von Nationalität, von Einkommen, von ob man Frau oder Mann ist, ob man reich oder arm ist, welche Ausbildung man genossen hat, gehört zur Menschheitsfamilie. Also die Geimpften und die Ungeimpften, beide gehören zur Menschheitsfamilie. Und in der Familie ist es eben meiner Meinung nach ein Brauchtum, oder auch ein Kulturgut, auf das wir alle zurückgreifen können, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Und das dürfen wir auch. Ja. Es ist nicht irgendwie falsch, unterschiedliche Meinungen zu haben, sondern ich glaube, das braucht es. Und dass wir aber auch die Kultur kennen, dass man diese Meinungen darlegen kann. Und dann kann man sozusagen auch einen Diskurs darüber führen, ja, ob jetzt, ich weiß da nicht, Windenergie richtig oder falsch ist oder vegetarisch oder Fleischernährung. Man kann über alles ja sprechen, ja. Aber, und das wäre eben der Konsens, dass man sich nicht tötet. Ich weiß, es gibt natürlich auch Familien, wo man sich tötet. Aber grundsätzlich ist das alles sehr tief in uns drin, dass wir uns in der Familie nicht töten. Und
wenn ich sage Menschheitsfamilie, dann möchte ich eben sagen, darum sollten wir auch die Menschen in Afghanistan nicht töten, weil sie gehören ja zur Menschheitsfamilie. Und wenn wir sie als Terroristen diffamieren, dann werden sie ausgeschlossen. Oder im Vietnamkrieg hat man gesagt, die Vietnamesen, das sind Termiten. Oder im Dritten Reich hat man gesagt, die Juden, das sind Tiere. Oder die RAF hat gesagt, Polizisten sind Schweine und Schweine kann man ja auch schlachten. Das heißt, dieses Ausschließen aus der Menschheitsfamilie war immer und wirklich immer die Vorstufe des Tötens. Also die weißen Siedler in Nordamerika haben gesagt, die Indianer sind Barbaren, es sind die roten Wilden. Und wenn es weniger von denen gibt, ist besser. Im Kalten Krieg hat man eigentlich im Westen gesagt, die Russen, die essen ihre Kinder. Also die müssen man einfach ausrotten, dann ist eine bessere Welt. Die Hutus und die Tutsis haben das Gleiche gemacht, gegenseitig. Also ich habe rein aus meiner Forschung so viele Beispiele, wo Gruppe A Gruppe B ausgeschlossen hat und umgekehrt, dass ich natürlich jetzt mit einem großen Unwohlsein diese Corona-Debatte beobachte. Weil es ist tatsächlich eine massive Spaltung. Und wenn wir etwas tun können, ist eben, dass wir Brücken bauen, ja, und dass wir sagen, egal, ob jetzt jemand geimpft ist oder ungeimpft, er gehört zur Menschheitsfamilie. Und ich habe da so ein bisschen Techniken auch entwickelt, wie man diese Brücken baut. Und eine Technik ist, dass man sagt, du hast teilweise recht. Also wenn man jetzt in einem Riesenstreit ist, und das gibt es ja jetzt in diesen Zeiten immer wieder, dass man dem anderen sagt, du hast teilweise recht. Und das ist jetzt auch nicht entstanden, diese Einsicht aus dem Vietnamkrieg oder aus der Corona-Demonstration, sondern das ist eigentlich von einem buddhistischen Mönch, der heißt Thich Nhat Hanh, das ist ein Meister der Kommunikation, ich finde ihn unglaublich gut. Und meine Frau hat das eingebracht und bei uns hat das wirklich in einem total, sagen wir mal, langweiligen Beispiel sehr gut funktioniert, und zwar beim Rasenmähen, wenn ich das kurz erwähnen darf. Also wir haben einen Rasen und ich mähe den gerne einfach überall richtig runter. Und meine Frau hat halt gerne die Blumen. Und dann sind, weil das eine Wildwiese ist, ja, sind da Blumen gekommen. Und hat sie gesagt, ja, wenn du jetzt mähst, könntest du hier bitte einen Kreis mähen? Habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Und hat sie gesagt, ja, aber auch hier, die sind gerade noch, bevor sie versandt, müsst du noch einen Kreis machen. Und irgendwann kam sie mit so vielen Kreisen, dass mich das total aufgeregt hat. Ja. Ich weiß nicht, ob das mit meiner Kindheit zu tun hat, aber ich sage einfach, es hat mich total aufgeregt, weil sie hat mir eigentlich einen Weg vorgezeigt, der wirklich, das war schon fast ein Parcours. Und dann, es ist wirklich so, es sind so kleine Dinge, wo man sich so aufregt, habe ich dann auch gemerkt. Also in meinem Büro untersuche ich den Afghanistan-Krieg und dann streite ich mit meiner Frau über das Rasenmähen. Und dann ist man so auf sich zurückgeworfen und dann waren wir wirklich beide sehr sauer, weil ich habe dann irgendwann gesagt, so, jetzt musst du aufhören. Also, und sie hatten gesagt, ja, kann man denn nicht mal sagen? Dann habe ich gesagt, doch, kann man, aber nicht so viel. Und dann habe ich gesagt, aber das ist schon, und das war wirklich, wir sind uns in die Haare gekommen irgendwie. Dann haben wir dann 2-3 Stunden nicht miteinander gesprochen. Ich habe dann einfach die ganze Hälfte nicht gemäht. Weil ich einfach nicht mehr wusste, wo und wo nicht. Und dann am Schluss hat sie gesagt, ja, aber schon verrückt, oder? Wie wir uns da wegen solchen Dingen aufregen. Und dann habe ich gesagt, du hast teilweise recht. Und ich habe dann nicht gesagt, wie viel Prozent. Ja. Aber ich habe wirklich das Gefühl, ich habe echt das Gefühl, dass jetzt so viel Druck ist, ja, im gesamten Gefüge, dass wir sehr darauf aufpassen müssen, in unseren engsten Beziehungen, dass wir uns Sorge tragen. Und das ist wiederum meiner Meinung nach eine unglaubliche Wachstumschance. Also da bin ich wieder ganz bei dir. Franz, du sagst, und ich glaube, ich höre das bei dir auch manchmal aus, es ist jetzt auch eine große Chance, diese Zeit, weil es war ja 2015 auch nicht alles perfekt, ja, muss man doch zugeben. Und jetzt 2021 sind wir unter großem Druck, aber ich glaube, Druck ist immer eine große Chance, um noch mehr die innere Kraft zu entdecken, die eigentlich in jedem schlummert. Ja. Das sehe ich ganz genauso. Und wenn du sagst, es war 2015 schon nicht gut, da hat ja die Friedensbewegung ihren Anfang genommen. Hier in Deutschland jedenfalls sehr, sehr intensiv. Aber auch davor war es schon nicht gut. Und schon sehr, sehr, sehr lange ist es nicht gut, weil wir sehr, sehr lange schon
so tiefe Traumatisierungen in uns tragen und so viel Schmerz und so viel Leid und so viel aushalten und da miteinander nicht drüber sprechen. Wir kompensieren und kompensieren und kompensieren und agieren aus immer wieder, ohne das mal öffentlich zu thematisieren. Und da ist die Geburt mir ganz besonders wichtig und die erste prägende Zeit, weil das auch immer wieder als Frauenthema abgetan wird und die Relevanz für uns als Gesellschaft, für uns als Menschheit dadurch überhaupt nicht ins Bewusstsein kommt. Und ich bin unglaublich dankbar, dass du mit deiner Arbeit dazu beiträgst und jetzt in Verbindung auch oder in diesem Gespräch, dass diese Themen miteinander verwoben werden. Das habe ich in den letzten anderthalb Jahren auf Demonstrationen auch immer wieder zum Thema gemacht. Ne? Aufhänger waren dann die Masken im Kreissaal, aber dann das Thema an sich mit aufs Tableau zu bringen und auch die Rolle der Männer nämlich zu benennen. Und da möchte ich dich auch nochmal bitten. Eben haben wir auf die Rolle der Frau, der Mutter, die als allererste Bindungsperson unglaublich wichtig ist und auch nicht unterstützt wird in unserer Gesellschaft. Mutterschaft ist nicht anerkannt als was unglaublich Wertvolles, sondern das, ne, der Vater in Elternzeit, der kriegt den roten Teppich ausgerollt, die Mutter nicht. Weil es nicht vom kapitalistischen System aus Arbeitszeit mit Lohn erfasst wird, fließt es nicht ins BIP ein und unser System ist am Bruttoinlandprodukt orientiert. Und genau, das aber. Es ist einfach nicht auf dem Radar. Dass aber die Arbeitsfähigkeit von Menschen mit ihrer Kindheit zu tun hat und wie nährend die war oder eben nicht, das wird da gar nicht mit reingerechnet. Also ein großer Bogen zur Rolle der Väter. Ja. Also ich will noch ganz kurz Angst und Geborgenheit erwähnen und dort habe ich mal eine Kritik gelesen, da könnte man lesen, die Väter bei den Schimpansen. Und das hat mich tief beeindruckt. Ich habe über die Väter überhaupt nicht, es ist nur die Mutter, es ging nur um die Mutter. Und meine Erfahrung nach 50 Jahren ist genau am gegenteiligen Ende angekommen. Der Vater ist genauso bedeutend wie die Mutter. Respektive meine Position ist nochmal von dieser pränatalen Psychotherapie, dass das Baby im Jenseits die Seele Papa und Mama ausgewählt hat, nicht die Mama. Und die Mutter hat zwar das Baby im Bauch und eventuell stillt sie es und eventuell ist sie diejenige, die das Baby in den ersten Jahren großzieht und der Mann geht zur Arbeit und trotzdem ist der Vater genau gleich entscheidend wie die Mama. Das ist meine Erfahrung und ich habe auch viele Beispiele in meinem Buch Früheste Erfahrungen, ein Schlüssel zum Leben, wo ich diese pränatale Arbeit beschreibe, wie entscheidend die Väter sind und wie scheu die Väter auch sind, sich solchen Situationen auszusetzen, wo sie auf den Weg gehen, die eigene frühe Verletzlichkeit zu spüren. Und in Kürze könnte ich dazu Folgendes sagen. Die Mama ist natürlich völlig ihrem ganzen Gefühlschaos ausgeliefert durch diese kranke Gesellschaft. Und wenn sie da einen Mann hat im Hintergrund, der sie stabilisiert und der für sie da ist und der nicht einfach nur eine sexuelle Beziehung will zu ihr, sondern der wirklich merkt, sie ist in Not und jetzt geht es um etwas ganz anderes. Und dass er sie hört und sieht und auch in ihren Ängsten. Aber das kann er wiederum nur, wenn er seine eigenen Ängste auch zulässt. Sonst kann er das nicht. Wenn die Mama so einen Papa hat im Hintergrund, so einen Mann, dann kann sie ganz anders mit ihrem Kind, das sie im Bauch trägt oder mit dem sie die ersten Lebensjahre zusammen verbringt, kann sie ganz anders mit diesen Kindern umgehen. Der Vater ist absolut entscheidend. Und was ich immer wieder in meiner Praxis erlebe, ist, dass Väter sagen, weißt du, ich habe erst durch meinen Sohn eigentlich gelernt oder durch meine Tochter, was es heißt. Und dann erzählen sie, wie heilend die eigenen Kinder sind für ihre eigenen Entwicklung. Und
Das Gleiche haben natürlich auch die Mütter schon entdeckt, als sie das Baby auf den Körper genommen haben. Das war ja nicht einfach eitel Freude und Wonne, sondern das Verrückte war, dass die Babys genauso weiter geschrien haben auf ihrem Körper drauf. Und dann sind die Mütter total verunsichert worden. Was mache ich denn jetzt verkehrt? Und sie haben gespürt, aber das Baby drückt mit seinen Tränen seine Not aus und haben sich nicht irritieren lassen. Und das sind dann die Mütter geworden, die durch ihre eigenen Babys verändert wurden. Und das höre ich so viel, dass das Mütter sagen, ich wurde durch meine Kinder völlig verändert. Aber das sagen nicht nur die Mütter, sondern eben die Väter genauso. Dass die plötzlich anfangen, Gefühle zu entdecken, die sie selber von ihren Vätern nie bekommen haben. Das heißt, es geht letztlich um die Gefühle und die Gefühle, der radikale Weg nach innen. Gefühle zulassen und schauen, was geschieht. Und schmerzliche Gefühle zulassen. Da gibt es eine Forscherin, Aleta Solter. Die ist ausgezeichnet. Ja. Jede Träne auf dem Körper der Eltern geweint, ist eine Heilung. Das ist so ihre Grundphilosophie. Ja. Nicht abhalten, sondern Baby aufhalten. Und das ist das, was ich mit den Eltern mache. Ich arbeite mit den Eltern und irgendwann beginnt das Kind zu weinen. Und dann sage ich den Eltern, Moment, jetzt möchte ich mich dem Kind zuwenden. Und dann ist meine Erfahrung, dass die Eltern wie an so heftige eigene Verletzungen kommen, dass sie wie ausflippen und nicht mehr im Körper drin sind. Und dissozieren ist die Fachsprache dafür. Und was ich dann versuche, ist, das Baby gut zu begleiten und gleichzeitig die Mama oder den Papa, wenn der Papa das Baby auf dem Körper hat. Und dass sie quasi in ihrem Körper drin bleiben und das Baby so begleiten. Und dann merken sie, wenn sie dann plötzlich ihre eigenen Verletzungen zulassen und zu weinen beginnen, ist das Baby meistens völlig ruhig an ihrem Körper eingeschlafen. Und das entdecken sie eigentlich nach der ersten Sitzung. Das ist so unendlich befriedigend, mit Babys so zu arbeiten, wie schnell die Eltern das begreifen und das dann aber auch zu Hause in die Tat umsetzen. Da kommen wir jetzt schon ins Konkrete, was junge Menschen, Mütter und Väter wirklich brauchen. Und viel Unterstützung. Ja, du hast es gerade beschrieben, dass du mit jungen Eltern arbeitest. Das heißt, du bist die Unterstützung für die Eltern, überhaupt aushalten zu können, dass da hochkommt, was bei ihnen noch unterdrückt und verborgen ist an traumatischen Strukturen. Und das hast du in deinem Vortrag ja sehr eindrucksvoll dargelegt, über wie viele Generationen schon diese traumatischen Strukturen da sind. Das weiß die transgenerationale Traumaforschung und die Epigenetik inzwischen, dass all diese Erfahrungen in unserem Körper wiederzufinden sind. Das ist so. Und das heißt, der Weg nach innen ist ja im Grunde ein einfacher, aber er braucht ganz viel Unterstützung. Viel Geduld und viel Unterstützung. Und ich gebe quasi den Startpunkt dazu, aber ich mache dann den Eltern sehr viel Mut, dass sie sich solche Unterstützung auch außen holen. Sei das eine Therapie, sei das eine regelmäßige Massage, eine Polarity-Therapie, Kranio, eine Doula, die sie unterstützt oder was, das ist egal. Einfach jemand, der sie begleitet und wo sie sich gesehen und gehalten fühlen. Es geht vor allem um den Schutz. Dass ich den Eltern dann aber auch sage, weißt du, bei uns ist die Situation wirklich ein bisschen, oder umgekehrt, bei den ursprünglichen Kulturen hat das Baby so eine hohe Wirkung, da wollen das die, alle Menschen wollen, vor allem Mütter, Frauen, wollen das Baby auf sich und auf den Körper nehmen. Und die Mama muss dann sagen, so, jetzt stopp, jetzt will ich das Baby mal für mich haben. Und dann kommt folgende Situation, wenn das Baby anfängt zu krabbeln und zu laufen, geht es dann langsam von der Mama weg. Und so im zweiten, dritten Lebensjahr beginnen sich Kindergruppen zu bilden, wo die Kinder quasi immer mehr in Kindergruppen sich anschließen und dann, angeführt durch ein älteres Kind, durchs Dorf ziehen. Und das heißt, im dritten Lebensjahr hat die Mama ihr Kind den ganzen Tag über verloren.
Es geht nämlich in diese Kindergruppe rein. Und dann ist die Mutter-Kind-Beziehung durch die Kind-Kind-Beziehung abgelöst worden. Und das Kind kommt nur noch, wenn es Hunger hat, wenn es verletzt ist oder wenn es nachts bei der Mama schlafen will. Und das ist ein Irrsinn, wenn man sich vorstellt, im dritten Lebensjahr sollte das Kind unabhängig werden und bei uns bleiben sie bis 20 Jahre zu Hause mit der Mama in einem Gefängnis drin. Das ist ein Irrsinn. Und das erzähle ich natürlich den Eltern auch. Holt euch, und ich bin nicht einfach gegen Krippe, aber ich bin natürlich gegen Krippe, wenn man das Kind mit 2 Monaten dort deponiert. Tschüss, und ich gehe jetzt arbeiten. Das ist furchtbar. Aber im Prinzip möchte das Kind mit anderen Kindern zusammen sein. Und wenn man da eine sanfte Ablösung macht oder die Mama dabei bleiben darf, solange das Kind nicht sich beruhigt oder noch weinen muss, ist eine Kinderkrippe eine regelmäßige Begegnung, wo das Kind andere Kinder trifft, eigentlich das Natürlichste von dieser Welt. Oder die Mama organisiert sich das selber in der Nachbarschaft oder mit Kindern oder wie immer. Und am gesündesten wäre, wenn eine Eltern nicht alleine leben würden, sondern wenn 4, 5 Familien zusammenleben würden und die Kinder sich beliebig austauschen könnten. Mal sind sie bei den Eltern, mal sind sie bei den Eltern und die Lokalitäten beliebig ändern könnten. Aber das ist wieder mit dem Städtebau bei uns extrem schwierig, so etwas zu verwirklichen. Es gibt aber Bewegung in die Richtung, dass geschaut wird, wie können wir Städte gemeinschaftlicher einrichten. In Freiburg kann man das ganz schön sehen. Da gibt es Innenhöfe, wo man auch Außenküchen teilt zum Beispiel und wo ganz viel gemeinschaftliches Leben möglich ist, obwohl die Menschen in ihren eigenen Wohnungen leben. Ja, das heißt also zusammenfassend, wenn die Grundbedürfnisse gestillt sind und vor allem das Grundbedürfnis nach echter Nähe, nach Bindung, nach wirklicher Erfüllung der Bedürfnisse, dann werden Kinder recht schnell auch unabhängig von den Eltern. Klar. Ja, das ist so. Aber sie müssen die Möglichkeit haben, sich wirklich mit anderen Kindern regelmäßig auszutauschen und mit denen regelmäßig in den Dörfern. Das nächste Haus, oder die leben in Gemeinschaftshäusern und 20, 30 Personen in einem Haus, die müssen nicht irgendwo hingehen, sondern das nächste Kind ist unmittelbar neben ihnen. Die nächste Mama, ja, und der nächste Papa. Eben nicht mehr die Fragmentisierung der Gesellschaft, das ist ja auch eine Traumafolge. Also alles zu fragmentisieren und zu trennen voneinander ist ja ein nach außen bringen von der inneren Fragmente. Und die Väter gehen auch nicht zur Arbeit und am Abend kommen sie zurück, sondern die sind in einem Zentrum drin und die Kinder können jederzeit genauso mit den Vätern Kontakt aufnehmen. Das ist eine unglaublich schöne Utopie. Ja. Da fällt mir ein, ich habe gestern ein Vorgespräch geführt mit Birgit Assel, die ja hier dieses Gespräch organisiert hat und jetzt leider krank ist. Und ihr war es wichtig, nochmal zu schauen, wie gehen wir eigentlich mit jungen Menschen um, und dass der Adultismus ist auch eine Form von Rassismus, dass nur erwachsene Menschen wirklich vollwertige Menschen sind. Und wenn du sagst, wir sind alle Bewusstsein, dann habe ich dich im Ohr, der du sagst, und das fängt im Moment der Zeugung an und ist da schon vollständig. Das heißt, die Art und Weise, wie wir mit jungen Menschen umgehen, gehört auch noch mal radikal auf den Prüfstand. Dieses ganze autoritäre Verhalten, natürlich haben junge Menschen andere Bedürfnisse, aber sie sind im Kern genau dieses Bewusstsein und gleichwürdig. Ja, voll. Und vor allem, wenn man das so sieht, dann gibt es ja gar keinen Grund, dass sich jetzt jemand gegenüber einem anderen erhebt, weil jeder hat eigentlich Teil von diesem Bewusstsein, das schon vollständig ist. Also man kann da nichts dazufügen oder etwas wegnehmen, sondern es ist schon vollständig. Und ich denke, der Unterschied ist nur, wie stark sich die Menschen mit dieser Bewusstseinskraft identifizieren. Das ist wie eine innere Kraft, oder wie soll man es nennen? Und wenn man sich stark damit identifiziert, dann
dann ist man auch nicht, du hast vorher von der Angst vor dem Tod gesprochen, ja, dann habe ich sehr viel, für die Historiker ist der Tod so, okay, den gibt es auf jeden Fall, der Körper zerfällt, wird zu Staub, das ist sicher, aber was passiert mit dem Bewusstsein? Ja, da gibt es ja 1000 verschiedene Ansichten und das ist eine Ideologiegeschichte, aber nehmen wir mal an, das Bewusstsein lebt weiter. Dann muss man eigentlich gar keine Angst haben und dann kommt man nicht so in diesen Stress und denkt, ja, wenn ich den Körper verliere, habe ich wie Totaleinsatz gemacht und alles verloren, sondern dann sagt man, ja nee, war ja eh klar, der Körper, den hast du eine Zeit lang, dann gibst du ihn wieder her. Aber das Bewusstsein hat nur die Möglichkeit, eigentlich bevor du den Körper hergibst, mutig zu sein, Verbindungen zu schaffen. Und das ist jetzt der Test, ob du das schaffst. Ja? Weil den Körper musst du eh hergeben. Und dann finde ich es wieder ein ganz anderes Spiel. Dann sagen wir, ah, so ist es. Ja gut, dann spielen wir mal, dann bin ich mal mutig, wenn ich eh den Körper verliere. Das heißt ja nicht, wenn ich mich tücke, dann kannst du den Körper 2000 Jahre behalten. Nee, man kann sich schon tücken, aber du wirst ihn eh hergeben. Und dann habe ich sehr viele Nahtodserfahrungen angeschaut auf YouTube. Ich finde es sehr interessant, ich hatte das noch nie, aber gewisse Menschen haben das ja. Und dann fahren sie halt mit dem TÜV aus der Kurve, Motorrad, und dann sehen sie, die Ambulanz kommt oder ein Freund kommt und der eigene Körper liegt da und sie beobachten das von oben. Und das finde ich ein unglaubliches Phänomen, dass wir davon ausgehen, das Bewusstsein hängt am Hirn und schaut durch die Augen. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach widerlegt durch diese Nahtodeserfahrungen. Ich weiß, das sind wieder neue Themen, aber es sind so viele Menschen, die darüber berichten. Einer, ein Maler, der gar nicht jetzt so irgendwie Traumaforscher oder Kriegsforscher oder Begleiter von Menschen ist, sondern da war einfach ein Maler, war halt auf dem Gerüst, hat gemalt, fiel runter, 4 Stockwerke, hat es überlebt und zack, sieht sich von außen. Er sieht seinen Körper von außen und das bedeutet für mich, dass es doch sehr viel Evidenz gibt, dass wir vermutlich einfach formloses Bewusstsein sind. Also ich kann es ja nicht beweisen und ich muss auch sagen, innerhalb der historischen Zunft ist es ein bisschen verpönt, darüber zu sprechen. Aber was kann ich dafür? Also mich interessiert es und wenn es mich interessiert, dann spreche ich auch darüber, weil es gibt nicht eine Nahtodeserfahrung. Es ist nicht eine und es gibt auch nicht nur 5. Es gibt Tausende. Und wenn die alle sagen, man kann den Körper von außen sehen, ist kein Beweis, aber ist doch sehr, sehr viel Evidenz. Ja? Ja, das kann ich ergänzen. Ich bin auch Sterbebegleiterin, also nicht nur Geburtsbegleiterin und habe auch in der Bestattung gearbeitet. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass die Menschen ganz unterschiedlich sterben. Also der Prozess, manche konnte ich noch fühlen, so wie ich dich, wie ich dein Bewusstsein, deine Lebendigkeit jetzt fühle als Gegenüber. Andere waren komplett weg. Das war nur noch eine Hülle. Und das war eine unglaublich intensive Erfahrung, weil das wirklich spürbar war. Das war nicht ein Konzept, nicht etwas, worüber ich gelesen habe, sondern ganz körperlich oder mit all meinen Sinnen spürbar. Ja, ja. Und du hast eben gesagt, wenn wir Bewusstsein sind und der Tod steht fest, dann können wir auch mutig sein. Ja, weil du kannst nicht das Bewusstsein, du kannst schon durchschießen, es geht nicht kaputt. Ja, ja, und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, auch jetzt gerade in dieser Zeit, weil ich viele Menschen spreche, die sich nicht trauen, Stellung zu beziehen. Und mein Plädoyer zum Mutigsein ist immer wieder, ich habe nichts zu verlieren. Ich weiß, dass ich sterben werde und auf dem Weg dahin lohnt es sich wirklich, alles zu geben. Ja, und das deckt sich mit Martin Luther King oder Sophie Scholl. Weißt du, die haben nie gesagt, ja, nach dem Tod ist alles weg, sondern das waren eigentlich immer sehr spirituell orientierte Menschen. Also Sophie Scholl, ganz klar sehr christlich orientiert. Und sie hat einfach gesagt, das Einzige, was ich tun muss, ist meinem inneren Gewissen treu zu bleiben. Das war ihre Linie. Und wenn man dann sieht, dass sie sich als reines Bewusstsein empfunden hat, hat sie gesagt, ja, dann komme ich jetzt halt auf Schafott. Und das war ja so. Und Hans Scholl auch. Die wurden beide enthauptet im Dritten Reich. Das ist nicht eine Theorie. Aber sie wusste halt, hier lasse ich meinen Körper.
mein Bewusstsein lasse ich nicht. Und auch Martin Luther King, der in den USA sich gegen die Rassentrennung engagiert hat, und zwar sehr mutig, ja, I have a dream, seine große Rede, der auch gegen den Vietnamkrieg gesprochen hat und auch übrigens viel zum amerikanischen Geisteszustand gesprochen hat, der wurde auch erschossen. Und er war nicht speziell überrascht, glaube ich, ja. Er wusste auch, dass diese Gefahr besteht. Aber für ihn war es wichtig, diesen Weg zu gehen. Und ich habe schon diesen Eindruck, dass Menschen, die sich mit der Frage des Todes auseinandergesetzt haben, mutiger sind. Ich habe wirklich den Eindruck, ja. Dieses Freilegen des Bewusstseins über die Hinwendung zu den eigenen Schmerzen und die Hinwendung zum eigenen Körperlichen. Also, dass die Abspaltung, das immer geringer werden des Fühlens und des Bewusstseins, was wir erleben im Laufe unseres Älterwerdens, das sind Traumafolgen. Und die lösen wir auf, indem wir uns einander zuwenden und in Gemeinschaft, mit Unterstützung uns all diesen Schmerzen stellen und die fühlen lernen. Dass wir immer feiner unsere eigenen Gefühle spüren und unseren eigenen Körper. Ja. Denn der gibt uns ununterbrochen Signale, ja, was in uns vorgeht. Und dass wir diese Signale nicht unterdrücken, sondern zulassen und versuchen, was will mir mein Körper sagen? Und dann eben mutig sind und einfordern, dass meine Bedürfnisse nicht immer unterdrückt werden und dass ich mich, genau, aus struktureller Gewalt befreien kann, sei es im Arbeitsleben, sei es in der Schule, dass Eltern für ihre Söhne und Töchter aufstehen und einfordern, dass sich die Strukturen in unserer Gesellschaft verändern. Ja, danke an Birgit Assel, die das möglich gemacht hat. Von mir auch ein ganz großes Dankeschön an euch beide. Hat mir einen großen Spaß gemacht und also mich sehr berührt, auch zu erleben, wie diese Bereiche ineinander übergehen und wie wichtig das ist, da die Verbindung herzustellen und eben diese Spaltung auch zwischen Kindheit und Erwachsenenleben aufzulösen und da mit hinzuschauen. Ich wünsche mir, dass du davon was mitnimmst in deiner Arbeit. Aber sicher. Und ja, bedanke mich ganz herzlich auch bei euch. Und wünsche euch für heute Abend ganz viel Freude beim Vortrag, wenn ihr bleibt. Beim Vortrag um 7 Uhr. Um 7 Uhr, genau. Wir haben jetzt eine Pause von 2 Stunden oder 1,5 nur noch. Und dann treffen wir uns wieder zu deinem Vortrag. Ich bin sicher hier. Dankeschön.